Wolfgang Schäff wurde kürzlich von einem Kunden gefragt, ob Müller Transporte eigentlich die Routenplanung in der Karte auf Basis von LKW-Daten vornimmt. Logischerweise ergeben sich dann unter Berücksichtigung der verschiedenen LKW-Konfigurationen auch Auswirkungen auf die Streckenführung, die Fahrzeit und die Fahrkilometer. Die Kosten können durch mögliche längere Strecken steigen, zugleich wird aber die Kalkulation der Ankunftszeit und damit die Qualität der Transportdienstleistung besser. In zeitkritischen Lieferprozessen, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, ist aber vor allem die Pünktlichkeit bei der Anlieferung ein entscheidender Faktor. Herr Müller hat die Frage bejaht, aber zugleich möchte er dem Kunden beweisen, dass die LKW-Daten bei der Planung tatsächlich berücksichtigt werden. Er beauftragt Wolfgang daher, das einmal für seinen Kunden zu dokumentieren. Wolfgang weiß aus Erfahrung, dass es in der Nähe von Düsseldorf eine sehr niedrige Eisenbahnbrücke gibt. Hier im Westen von Düsseldorf quert eine sehr niedrige Eisenbahnbrücke die Morper Straße Richtung Erkrath. Unter dieser Brücke passen nur Fahrzeuge mit einer maximalen Höhe von 3,80 Meter durch. Um das Problem für den Kunden zu verdeutlichen, plant Wolfgang eine fiktive Route von einer Abholung am Bauhaus Düsseldorf-Gerresheim zur Ablieferung in Erkrath-Lager. Hierzu fehlt er zunächst einen LKW, der eine maximale Höhe von 3,5 Meter hat. Das Ergebnis zeigt, dass der LKW die direkte Route nach Erkrath nimmt, entlang der Morper Straße. Verändern wir nun die Höhe des LKW auf 4 Meter und lassen diese Route erneut berechnen, wird in der Tat der Tunnel erkannt und eine Umfahrungsstrecke über die Autobahn gewählt. Wolfgang fertigt nun zwei Screenshots mit den verschiedenen Routen an. Damit kann dann Herr Müller seinem Kunden gegenüber beweisen, dass das Unternehmen bei der Routenplanung auch LKW-spezifische Streckenattribute berücksichtigt. Das schafft Vertrauen und erhöht zugleich die Qualität der Dienstleistung seitens Müller Transport.